Eine neue Berufslaufbahn einschlagen, weil man im derzeitigen Job nicht mehr zufrieden ist? Das Problem werden einige Salzburgerinnen und Salzburger mit Sicherheit kennen. Robert Berger, 37, ist Familienvater aus Salzburg-Hallwang und einer unter vielen Obuslenker-Anwerbern, die wir begleiten. Er wagt jetzt noch einmal die Herausforderung, will sich seinen Kindheitstraum erfüllen und lässt sich zum Obuslenker umschulen. Ja, also ich habe Kfz-Mechaniker gelernt und habe eigentlich jetzt keinen Spaß mehr dran gehabt an der Schrauberei und wollte eine neue Herausforderung. Nachdem ich sehr gern mit großen Fahrzeugen fahre, war der 18-Meter-Bus natürlich gleich eine ganz nette Geschichte. Und außerdem als kleiner Bub wollte ich das schon immer machen, von Kindheit an schon. Bin immer gern mitgefahren mit dem Bus und daher habe ich gedacht, jetzt passt die Zeit, jetzt geht es auch. Und ja, es macht einfach Spaß. Nach der Bewerbung und einem Auswahlverfahren gibt es ein kurzes Kennenlernen in der Obuszentrale in der Alpenstraße und gleich im Anschluss geht es für einige dann in die Fahrschule. Wir sind heute hier bei der Fahrschule Koch und begleiten unsere jungen Herrschaften, wie sie zum Obusfahrer ausgebildet werden. Und ich werde mir das Ganze jetzt einmal ganz genau anschauen, welche Stressfaktoren da jetzt auf mich zukommen. Braucht man nur hinter mir schauen. Da ist ja der Stressfaktor die Riesenlänge. Der Radabstand, da passt der PKW zwischen Vorderachse und Hinterachse. Ich habe mir jetzt nicht gedacht, dass es so schwierig ist, vom PKW umzusteigen auf einen so langen Bus. Und da waren schon einige richtige brenzliche Situationen mit dabei, gerade bei dieser Breite, bei dieser Länge dieses Busses. Große Herausforderung und Hut ab, das ist für mich die oberste Ebene und man sollte eigentlich die Leute, die was sowas machen, nicht mit abfälligen Bemerkungen, sondern mit Hochachtung begegnen. Von der Fahrschule geht es dann nahtlos zur eigentlichen Obus-Ausbildung. Das bedeutet neben des praktischen Teils auch Linien-, Tarif- und Haltestellenkunde. Ein wesentlicher Punkt, und den gibt es natürlich nur beim Obus, ist der Unterricht an der Oberleitung, aber man legt auch noch auf vieles andere Wert. Ich habe Wert gelegt, dass er einmal die Fahrspur richtig wählt, das heißt, also, wo es möglich ist, möglichst unter der Oberleitung entlang fährt. Dann, wenn eine Kurve zu befahren ist, dass er also kurvenseitig im Außen von der Oberleitung ist, dass also die Stammabnehmerstangen stabil dem Fahrzeug folgen und in weiter Folge natürlich das Verhalten, wie fährt er in die Haltestelle ein, wie bremst er, ist es für den Fahrgast angenehm oder ist es ruckartig, das gleiche ist auch beim Beschleunigen oder auch bei den Lenkbewegungen, dass die nicht ruckartig sind, weil wir haben da sehr viele stehende Fahrgäste. Und während der Ausbildung passieren auch noch einige lustige Dinge. Naja, es ist, wenn man eine Schulungsfahrt macht und man fährt zu den Haltestellen zu, wie viele Leute lesen nicht die Beschilderung und wollen einfach einsteigen. Und da haben wir es auch schon zweimal gehabt, dass ein Fahrgast sehr hartnäckig war und wir die erste Tür öffneten und sie wollten über den Ausbildner dann vorbeiklettern und haben recht geschimpft, aber wir haben es dann doch aufklären können, dass wir einfach nur eine Schulungsfahrt sind und keiner mitfahren darf. Sollten Sie Interesse am Job des Obuslenkers haben, dann richten Sie Ihre Bewerbung bitte an die Salzburger G. Alle Kontaktdaten dazu finden Sie unter Karriere auf unserer Webseite. Ja, also für mich ist das Ganze ein Riesenspaß, das Fahren. Und ich freue mich schon sehr drauf, dass ich dann endlich dann auch alleine fahren darf. Und meine Familie unterstützt mich da recht. Und ich bin eigentlich schon ganz heiß drauf, dass ich endlich fahren kann und die Uniform endlich kriege und das dann losgeht.